Kraft schöpfen. Im Quellwasser. Spreewaldtherme. Das Solebad in der Natur. Es geht Schlag auf Schlag in der dritten Liga. Englische Woche ist angesagt für Energie Cottbus. Aber das ist vielleicht auch ganz gut so. Da bleibt nicht allzu viel Zeit, um über den 0:3-Auftritt bei Fortuna Köln nachzudenken. Krämer nimmt drei Änderungen in der Startelf vor. Thorsten Matuschka und Fabio Kaufmann müssen zunächst auf der Bank Platz nehmen. Nestor Cengüye fällt verletzt aus. Manuel Zeitz, Marco Holz und Munir Busiane rücken dafür in die Startelf. Beim VfL Osnabrück eine entscheidende Veränderung auf der Trainerbank. Trainer Mike Walpurgis wurde in dieser Woche entlassen. Energie braucht nicht lange, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Nach Schwebes Abschlag bekommt Breitkreuz zentral den Ball, legt sich ihn zurecht und schießt aber zentral auf Osnabrücks Keeper Marvin Schwebe, der ihn abwehren kann. Osnabrück dann nach einer Viertelstunde mal vorn mit schnellen Kontern. Odenthal ist durch, doch Starker rettet hier noch in der letzten Sekunde. Dann Munir Busiane mit Freistoß von links. Der kommt schön in die Mitte. Schwebe muss sich da richtig lang machen. Dann aber Cottbus kann mit Mimbala nochmal nachsetzen. Der in die Mitte. Dann ist Breitkreuz zur Stelle. Schraubt sich hoch. Mit dem Kopf macht er sein drittes Saisontor zur 1:0-Führung für den FC Energie. Der FCE jetzt mit Oberwasser. Michel angelt sich hier die Kugel und lässt seinen Bewacher richtig schön aussteigen, verpasst aber die Lücke zum Schuss. Schade, sehr schöner Angriff. Kurz vor der Pause dann nochmal die Gäste im Vorwärtsgang. Michel will Dercho stoppen, schafft es nur mit einem Foul. Schiri Rode zeigt gelb-rot. Bereits 15 Minuten zuvor hatte Michel nach einem Foul gelb gesehen und muss vom Platz. Diesmal auch in der Halbzeit ein Höhepunkt im Stadion der Freundschaft. Es gibt einen Heiratsantrag vor 6.700 und einem Zuschauer mit Happy End. Am Ende sagt der zukünftige Bräutigam ja. Die Gäste halten den Druck in der zweiten Hälfte hoch. Jetzt in Überzahl können Energie Cottbus einschnüren. Hohnstedt kommt frei zum Schuss. Der geht aber noch weit drüber. Den ersten wirklichen gefährlichen Angriff in der zweiten Halbzeit dann vom FC Energie Cottbus. Der Freistoß. Gut ausbaufähig, aber dann geht es schnell und präzise weiter. Zeitz kommt zum Abschluss. Schwäbe im Tor, der Osnabrücker stark. Die nächste Angriffswelle der Gäste, die es jetzt eilig haben. Cottbus kann hier zur Ecke klären, die bringt aber nichts ein. Energie lauert jetzt im eigenen Stadion auf Konter, wie hier. Kaufmann bekommt den Ball von Breitkreuz in den Lauf, geht allein aufs Tor, legt ihn sich aber zu weit vor. Schwebe und er rauschen zusammen. Herrje, den muss er doch machen oder querlegen. Das wäre hier wohl die bessere Variante gewesen. Es wird hektisch in der letzten Viertelstunde. Nachdem Mimbala hier aus naher Distanz angeschossen wird, gibt Schiri Rode zum Unverständnis vieler einen Freistoß für Osnabrück. Der kommt in die Mitte und da ist Hohnstedt, der kommt frei zum Schuss, 1:1 der Ausgleich, den Freistoß davor, mein lieber Mann, den hätte es nie und nimmer geben dürfen, mit dem Ballerschütz sich hier, hat die Arme am Körper. In der 80. Minute dann ein Freistoß für Chaka. Kauko steht am langen Pfosten, genau richtig, doch Schwebe reagiert gedankenschnell und fischt die Kugel gerade noch so aus der Ecke. Im Gegenzug will dann Energie die drei Punkte. Kaufmann legt auf, Ledgerwood schießt vorbei. Osnabrück mobilisiert in der Nachspielzeit nochmal alle Kräfte. Kyrie zerrt völlig übermotiviert Dercho hier zu Boden im Mittelfeld. Nach dem letzten Freistoß, der kommt auf die linke Seite und an das Unfassbare. Safran macht mit dem Bauch das 2:1 für Osnabrück. Ist das bitter in der Nachspielzeit, gibt Energie Cottbus dieses Spiel verloren. Gut begonnen, die Gäste im Griff gehabt, schwächt sich dann aber selbst der FC Energie mit dem Platzverweis und gibt am Ende das Spiel noch aus der Hand.
ja, unter Zuhilfenahme von wohl sehr zweifelhaften Entscheidungen des Rostocker Schiedsrichters. Es ist die vierte Niederlage in Folge für den FC Energie. Am Wochenende geht's weiter. Dann muss man zu den Stuttgarter Kickers.